Toleranz ist, sich auch mit Unbequem zu beschäftigen. Toleranz ist, die Gründe zu suchen und nicht pauschal zu verurteilen. Toleranz ist, sich nicht von den einfachen Geschichten einwickeln zu lassen. Toleranz ist, trotz lockender Zeit zu den Jugendlichen zusammenzufahren. In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ist sie das wirklich? Dieser Artikel scheint fragwürdig zu sein, wenn man einen Blick auf unsere wunderbare Welt wirft. Denn dann dürfte es, könnte es gar nicht sein, dass Menschen hungern müssen, da doch jeder alles und noch viel mehr besitzen müsste. Die Toleranzproblematik ist, wie schon gesagt, auch ein intrakulturelles Problem von Mann zu Frau. Also wir haben ganz oft so die Muslime, wir sind auch alle Kunden, sondern Frieden, Frieden soll auf euch und neben euch und zwischen euch und zwischen uns. Und das habe ich halt nicht verbunden. Und wenn dann dieser Word meinen Namen rot unterstreicht, möchte ich zeigen, dass ein ausländisch klingender Name nicht unbedingt von der Norm abweicht. Wie wär's, wir sehen ein, dass wir alle hier bleiben, um Hand anzulegen, zu verändern und mitzugestalten. Man findet uns überall, in jeder Stadt dieser Nation, das sind nicht Architekten, egal aus welcher sozialen Schicht, egal welche Konfession. Insgesamt 8 junge Menschen nutzen die Möglichkeit, ihre Meinung auf der Bühne kundzutun. Ein Poetry Slam der besonderen Art im Rahmen der Mediennacht 2014. Für die Teilnehmer der Jugendmedientage in jedem Fall ein gelungener Abend.